Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute will ich euch nochmal, weil es eben viele Nachfragen gibt, meine Wandertechnik, meine Wanderkarre, mein Wanderstapler, wie auch immer man das nennen mag, vorstellen. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal oder mich unterstützen wollt bei dieser Arbeit für YouTube, dann werdet gerne Mitglied, da findet ihr unten den Button oder und abonniert einfach den Kanal. Das freut mich, das hilft mir bei Projekten für euch und jetzt sehen wir uns gleich im Detail. Viele von euch, die schon länger am Kanal dabei sind, kennen die Geschichte. Die Geschichte hat so vor 2-3 Jahren, eher 3 Jahren angefangen, dass ich gesagt habe, ich brauche was, wo ich meine Bienen viel schneller bewegen kann. Ja, traditionell ist so ein Betrieb in unserer Größe ja, hatte ein Stapler, ein Avant, ein Boapi oder wie sie alle heißen. Das kam für mich eigentlich gar nicht in die Frage. Ihr wisst, da ist so ein bisschen so eine Philosophie. Also ich will jetzt nicht für 17.000, für 20.000, für 26.000 Euro mir so einen Wanderstapler kaufen, der ein paar Stunden im Jahr läuft. Und der vor allem, das ist für mich der springende Punkt, mir unheimlich viel Nutzlast wegnimmt. Ja. Das war für mich nicht die Lösung oder ist für mich nicht die Lösung, weder wirtschaftlich, weil es eben halt einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Ich habe 2er Paletten, also meine Bienenvölker sind ja in 2er Aufstellung. Wir sind hier, ich wüsste nicht, wo ich einen Wanderplatz habe, wo es mal eben ist, und da sind diese 2er Paletten einfach Stand der Dinge. Alternative wäre natürlich ein Kran, vielleicht kommt es auch noch, aber eben so ein Stapler schadet eigentlich nie, und vor allem für Wanderplätze, wo man halt nicht kranbar sind, braucht man das immer. Ne? Also ohne das geht es nicht. Und da habe ich mich einfach auf die Suche gemacht, habe am Markt eigentlich nichts gefunden, was ich wollte. Ja, ich hatte damals ja den Apilift. Der Apilift war für mich eigentlich nichts. Ja, den habe ich ja dann auch verkauft. Der war mir zu umständlich, zu langsam, zu unhandlich. Also das hat gar nicht zu mir gepasst. Hab da nichts gefunden und habe mich dann an die Arbeit gemacht. Ne? Hab dann eben diesen Stapler mir gebaut und ausgedacht. Also Grundgestell ist einfach eine Weinbergspitze, Solo Minor. Da ist das Fahrgestell noch vorhanden, der Griff noch vorhanden. Und da habe ich mir dieses Hubgerüst drauf gebaut. Das Ganze umgebaut rein elektrisch, also elektrischer Fahrantrieb und elektrische Hubfunktion, LED-Scheinwerfer drauf. Und den in der letzten Saison im Prinzip getestet. Hat super funktioniert, also unheimlich schnell, unheimlich flexibel. Nimmt keine Nutzlast weg oder fast keine, also den kannst du von der Hand hochheben. Also wenn der dich mal umkippt und Reifenpanne hast oder was weiß ich was. Also du, wenn er je kaputt geht, dann schiebst du auch von alleine irgendwie wieder in das Auto rein und fährst wieder heim. Passt in meinen VW-Bus rein. Das war mir unheimlich wichtig, weil dadurch habe ich eben meinen Anhänger frei, um den komplett mit Bienenvölkern voll zu machen. Und das Coolste eigentlich, ne, hat irgendwie so um die 600 Euro gekostet. Ja. Klar, du musst weißen, du brauchst eine Flex und du solltest wissen, dass das rote Kabel ans rote Kabel muss und das schwarze Kabel ans schwarze Kabel. Ich zeige euch jetzt gleich ein paar Details noch. Und ja, habe den einfach diesen Winter noch mal ein bisschen verbessert. Also er hat eine höhere Übersetzung bekommen, dass wir einfach ein bisschen zügiger vorwärts kommen. Und er hat einen Zargenklemmer, nennt man das, bekommen, dass man eben die Zargen beim Transport komplett sicher auf der Gabel sitzen. Und ich gurte dann einfach auf dem Anhänger. Und genau das ist mittlerweile das, was er am längsten braucht. Nämlich das Gurten auf dem Anhänger, sprich die Ladungssicherheit. Alles andere geht ratzfatz und ist zu dem Geld. Also da will ich mal eine Alternative sehen. Ja, ja, bin ich richtig froh drum. Ne? Und wie gesagt, ich weiß jetzt ja von einigen von euch, deshalb auch dieses Video nochmal, die da einige Fragen hatten, weil sie sich eben nachbauen wollen. Der eine hat schon so eine Spitze besorgt, der andere interessiert sich für jenes und das Detail. Also das sind schon einige von euch, wo mir da angeschrieben haben und wo mich auch jetzt nochmal dazu bewogen haben, nochmal ein Video zu machen.
Weil, was soll ich es verstecken? Ne? Der eine mag das an jener Stelle anders ausführen wie ich, oder das mag ja jedem überlassen sein, aber es soll einfach mal ein Gedankenanstoß sein an all jene, wo eben ein bisschen handwerklich begabt sind und sich sowas bauen wollen. Ja, schauen wir uns ein paar Details an. Also, wie gesagt, Grundgestell ist eine Solo Minor. Da haben wir im Prinzip hier ja auch das ganze komplette Getriebe noch, die ganze Achse. Klar, er ist jetzt umgedreht, also das, was mal hinten war, also der Griff und die Deichsel gehört eigentlich auf die andere Seite. Dann haben wir hier diese Deichsel. Wir haben hier oben einen Schaltkasten. An diesem Schaltkasten schalte ich einfach vorwärts, rückwärts und die LED-Beleuchtung an, sehe meine Spannung, habe dann an der Griffkonsole einfach hier diesen Schalter für rauf und runter und habe auf der anderen Seite meinen Drehgriff für die Geschwindigkeit. Das Ganze funktioniert mit einer Offroad-Winde für, ich glaube, 99 Euro. Wird dann hier umgelenkt auf den Schlitten und dann hat man hier eben die Gabeln abgestimmt auf meine Zweierpalette und dann neu in diesem Jahr eben hier diesen Zargenklemmer. Da lasse ich einfach an, hebe ich an, bis es dagegen drückt. Dann sind die Deckel und Honigräume und alles, was eben nicht propulsiert und zusammengeklebt ist, sind dann einfach gesichert. Und dann kommt eben hier noch, hier kann ich dann den Bolzen ziehen mit einer Verlängerung. Das werde ich jetzt noch hinschweißen. Da hake ich den Zargenheber aus und dann Zargenklemmer aus und dann kann ich einfach höher heben und somit komme ich auf meinen Anhänger. Das Ganze ist im Prinzip für den Fahrtrieb haben wir 1000 Watt, also ein bisschen überdimensioniert, aber ich wusste es nicht, wie viel Watt ich da nehmen soll. Und dann habe ich mich lieber für die sichere Variante entschieden. Und ja, wie gesagt, also den hebst du auch nicht an, wenn der vorne Gewicht hat. Durch das, dass diese Weinbergspritzen ja für einen Steilhang gebaut sind, haben die kein Differential. Ja, das macht es ein bisschen schwieriger zu lenken. Aber die ziehen. Also wenn du da vorne, also zwei volle Honigräume, da Dant und zwei volle Honigräume, das kann man mit dem über diesen Hebel ganz gut heben, ganz gut handhaben. Klar, man braucht ein bisschen Kraft, also das schon. Aber man kann ihn ja auch über dieses Rad hier hinten kippen, sprich ausheben, dass man die Deichsel praktisch nach unten drückt. Und dann kann man ihn ja auf der Stelle über dieses Rad drehen, wenn er leer ist. Also unheimlich handlich. Und wenn er, wie gesagt, vorne auf der Gabel Gewicht hat und durch das, dass er eben kein Differential hat, ich glaube, da kannst du auch ein Auto ziehen. Also der marschiert wie Bombe. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen ein Problem, dass er kein Differential hat. Du bist jetzt hier auf Asphalt zum Beispiel, aber wie oft sind wir auf Asphalt unterwegs? Wenn du da Gewicht hast, den um die Kurve zu kriegen, da musst du schon sportlich die Deichsel drücken. Ja, wie gesagt, der kriegt jetzt noch ein bisschen eine Lackierung. Zwei, drei Feinheiten müssen wir natürlich noch machen. Und ja, aber wie gesagt, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen oder ich habe es euch noch mal gezeigt und hofft, dass jeder, der da sich auch dran versuchen will, die ein oder andere Anregung mitgenommen hat. Hier habe ich eine Ladebuchse, ne, einen Hauptschalter noch zur Sicherheit und ja, so ist es. Wie gesagt, eine Saison ist es schon erprobt und geht es in die zweite Saison eben mit diesem Zargenklemmer und ja. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder, wie er fährt.